Willkommen zurück bei Spider-Man Miles Morales. Ich habe mir gedacht, wir starten diese Folge mal mit einer Nebenmission, aber vorher muss ich mich erstmal wieder mit dem Gameplay auseinandersetzen. Ah ja, okay. So, mal schwingen. Hey, hier gibt's das. Ich habe ein Foto. Okay, ja, ein Foto. Willst du ein Foto mit Spidey? Heute gibt's das gratis. So, dann schauen wir doch mal. Okay, ich stehe in dem Ding hier drinne. Ja, egal. So, was haben wir denn hier? Was duftet denn hier? Ah, die Party. Was für eine Party? Oh, wie geht die Mucke ab? Hey, bist du Haley? Sie kann ja über die App darum bitten. Genki sagte, du weißt etwas über die Störenfriede in Harlem? Du hast sie verfolgt? Das war gefährlich. Und mutig. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Begib dich zum Versandzentrum. Okay, die Nebenmission nennt sich Wir haben eine Spur. Und ja, es ist wirklich eine ganze Weile her, seitdem ich die letzte Folge Spider-Man aufgenommen habe. Ich bin aus dem Gameplay sowas von raus. Oh, verdammt. Oh, hier stehen die Cops. Das hat keiner gesehen. Ja, wie komme ich da nochmal hoch? Ach so. Ja, und dann da hoch, Spidey? Die Tanzakademie tritt an Quanzer täglich auf. Das muss ich mir unbedingt ansehen. Hey, Haley hat mir erzählt, wo unsere Gangsterfreunde rumhängen. Ich hoffe, ich kann die Kommunikation mit ihrem Boss lahmlegen. Ich überprüfe nahe Funkmasten und schaue mir das Netzwerk an. Vielleicht finde ich was und wir können die Verbindung kappen. Fett, ich ruf dich dann an. Alles klar, danke für die Info, Genki. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen durch Harlem schwingen, um auf jeden Fall erstmal wieder durchzusehen mit dem Gameplay. Ja. Haben wir hier gar kein Verbrechen in der Nähe? Ansonsten könnten wir gleich eins machen. Das war so ein Punktsprung, das weiß ich noch. Da komme ich auch so und kann dann gleich so weiter. Bloß gegen keine Häuserwand klatschen. Oder man tauben. Okay, das mit dem Punktsprung ist dann doch nicht so leicht. Klappt auf jeden Fall nicht immer. Uff, Spidey doch immer den Faden hinspinnt. Okay, so, jetzt müssen wir hier lang. Ah, okay, das ist am Hafen. Ah ja, stimmt ja, das wurde ja auch gesagt. Das war ein Punktsprung. Genki, die Typen sind definitiv hier. Ich erledige sie, vielleicht kann ich so die ganze Operation stoppen. Ring frei, Spider-Man. Okay, so, mal gucken. Sprichst du heute mit dem Boss? Ich werde ihm in ein paar Minuten zugeschaltet. Ist nicht deine Schuld, dass Spider-Kid unsere Pläne versaut hat. Der Boss will Ergebnisse, keine Ausreden. Aber du bist doch seit Jahren dabei. Weil ich Ergebnisse liefere. Ja, wie mache ich nochmal hier Tarnung? Also ich glaube ein Steuerkreuz war. Genau, so kann ich mich tarnen. Dann kann ich mich wieder zurücktarnen. Der Boss soll ziemlich wütend sein. Hat neulich gedroht, Brian zu erwürgen. Puh, was hat er gemacht? Er agiert als sein Mittelsmann. Ja, der Mittelsmann. Der Mittelsmann wird hier gleich mal umgangen. Okay, ich versuche das mal von da drüben. Da ich ja nicht mehr so wirklich einen Plan habe, wie das überhaupt alles so geht, wäre das auf jeden Fall von Vorteil, wenn ich mir die Jungs so schnappen könnte, dass sie das nicht mitbekommen. Ich muss mal gucken, wie ich da vorgehe. Nein. Wenn sie den Boss kriegen, verlasse ich die Stadt. Dann gibt's hier nichts mehr, was mich noch hält. Dann kriegt das der da, glaube ich, mit. Wenn ich eins noch weiß, dann, dass die Jungs mit Gewehren auf jeden Fall, ja, relativ gefährlich sind. Versuchen wir es mal so. Lauer Takedown. Kann ich den irgendwo anspinnen? Tatsache.
dann machen wir es so. Hänge ich euch mal hier auf, ne, Jungs? Hängt mal da so rum. Ihr habt ja bestimmt ein bisschen Zeit. Okay, das war ein Dreier-Kombo. Kann ich mir den auch noch schnappen? Ja, mit einem Netzschlag-Kombo, wa? Aber ich würde ganz gerne einen Lauer-Takedown machen. Kann ich das vielleicht von hier machen? Jawohl, das geht. Nimm dich vor Spinnen in Nacht. Ja, nimm dich vor Spinnen in Nacht. Wie die da so rumhängen. Hä, waren das nicht vier? Achso, ich habe zwei direkt nebeneinander aufgehangen. Ich verstehe. Okay, ja. Wie scanne ich ihn hier nochmal? Ne, das war das Menü. Kann ich ja nicht irgendwie noch was scannen? So war auf jeden Fall das Menü mit dem Netzschießer. Dann kann ich das hier ändern. Schwerkraftquelle, Holodrohne, Netzschießer und Fernzündermine. Okay, das war irgendwas anderes. Ach ja, genau so kann ich das, glaube ich, scannen, oder? Ja, genau so kann ich mir die Jungs auch markieren. Da muss ich L2 gedrückt lassen. Oh, sind aber ganz schön viele. Gleich zum Anfang für die Nebenmission ist das, glaube ich, ein bisschen heftig. Aber ich muss ja halt wieder ins Gameplay reinkommen. Ach, du meine Güte, da unten ist einer mit einer Panzerfaust. Egal. Wir markieren uns erstmal alle. Dann sind auch noch zwei. Darf ich nicht vergessen. Jawohl, jetzt haben wir die erstmal markiert. Ja, wo könnte ich denn hin? Erstmal dahin. Den einen würde ich mir ganz gerne hier schnappen. Gefahr. Warum Gefahr? Jetzt ist er sicher, okay. Sicher im Netz. Schlaf gut. Netzschlag-Takedown. Okay, das wäre sicher, aber dann, ja, dann sehen die mich da hinten, ja. Das muss ich jetzt nicht haben. So, dann schauen wir da erstmal. Kann ich mir die irgendwie anders schnappen? Gedrückt halten, ziehen. Okay, machen wir mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, oh. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Ach so, kann ich das scannen. Okay. Mit dem rechten Analogstick reindrücken. Okay, wie kann ich das wieder wegmachen? Achso, es geht von alleine weg. Ja, okay, jetzt gehen ja die Jungs überall Streife. Den da hinten muss ich mir erstmal schnappen. Der kann echt gefährlich werden. Komm schon. Möchte einen Lauer Takedown machen? Jawohl, jetzt geht's. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, schön ruhig sein. Ist hier noch irgendwer mit einer Bazooka? Ja, da hinten, wa? Ah, im Endeffekt ist es ja egal. Wir stürmen jetzt mal hier den Laden. Verdammt! Er ist da oben! Ja, er ist da oben. Wie war das? Oh nein, nicht so ein Dicker. Der gehört mir! Oha! Okay, ausweichen war nochmal so und... ja, irgendwie so. Wenn ich eins weiß, dann auf jeden Fall erstmal den Fetten ausschalten. Oha! Fallensteller. Okay, das wollte ich jetzt... Oh, nicht. Verdammte Axt. Mach dich auf Prügel gefasst. Mach du dich mal auf das hier gefasst. Oh, verdammt. Ach, die Dinger kann ich auch noch zurückschießen. Stimmt, der war ja so. War das nochmal? Wow. Geile Scheiße, Spy. Nee, das war aber nicht das, was ich machen wollte. Okay, immer schön ausweichen. Wow. Und das hätte ich hier ganz gerne mal zurückgeschossen, wenn ich dann mal hätte gedurft, ne? Gedacht. Nee, ja. Wie auch immer. Oh nein, nicht schon wieder ein Dicker. Jungs, nee, ne? Also nicht so, wenn dann so, ne? Ach du meine Güte. Ein Tröpfer und ich bin hin. Wie heile ich mich nochmal? Achso. Steuerkreuz nach unten drücken. Genau, so war das. So. Spidey ist in Tarnung. Weg mit dir. Sie wissen nicht, wo ich bin. Aber lange ist das auch nicht aktiv. Okay. Es gibt blaue Flecke. Jojo. Alles klar. Ich finde dich, Spinnenkopf. Bitte was? So nicht. Okay, Spidey, komm, das machen wir von da oben. Ganz behutsam vorgehen. Das war's.
Sagst du mal jetzt. Aber ist dem auch so? Oh, verdammt. Zeit zu sterben, falscher Spider-Man. Jawolli. Das wird nicht gut für mich, das sehen wir gleich mal. Wie soll ich denn da eine 60er-Kombo hinkriegen, bitteschön? Ich habe übrigens vorher nochmal bei Bonus direkt geguckt, was die Nebenmission angeht. Und das stand so da. Aber das wird jetzt nichts mehr. Eine gute Zielübung. Wow. Einer mit der Bazooka. So, erstmal wieder hochheilen. Wie spinne ich dich nochmal ein? Das wird schmerzhaft. Wow. Warte mal. War das jetzt nochmal hier mit der Dings und so? Ach so, ich habe die Fernzündermine. Nee, ich will ja Netzschießer haben. Okay. Und jetzt da rein. Das Zahnrad hebt wohl die Tür. Echt, ja? Ja! Ich muss das irgendwie fixieren. Ja, das machen wir bestimmt mit dem Netzschießer. Aber ist hier mit noch. Mit dem Zahnrad komme ich rein. Ja, mal jetzt. Weiß ich. Weiß ich ja. Ich weiß, dass ich dann da auch gegenschießen muss. Das habe ich mir schon gedacht. Das hatte ich nicht erwartet. Muss noch mehr sein. Aber die Maler haben sich hier nicht die Füße abgetreten. Hier sind überall Fußabdrücke. Fußabdrücke. Die verschwinden. Okay. In der Wand, oder wie? Für mich sieht das so aus. Okay, es gehen welche weg und es gehen auch welche hin. Ja, finde einen Weg hinein. Ja, ist immer wieder toll, dass man so tolle Infos hat, ne? Wie scanne ich nochmal? Hier muss es doch irgendwas geben. Irgendwas. Vielleicht beim Transporter? Warum L3? Achso, keine Ahnung, warum. Der gute alte Nicht-Drücken-Knopf. Gleich mal drücken. Hab gleich gedrückt. Oh, ein Fahrstuhl. Hey, ich hab die Netzwerkdaten. Die Webcam-Anrufe ins Raft kommen definitiv von hier. Also die Netzwerkverbindung kappen, den Computer schrotten. Und das war's mit den Befehlen vom Boss. Genau. Ah ja, okay. Ja, ich wollte die Tür aufmachen. Gruseliges unterirdisches Kellerversteck, wo sie ihre Harlem-Vernichtungspläne schmieden. Echt? Cool, jetzt? Cool, cool. Oh ja, nicht Geld. Selbst ohne den Banküberfall schwimmt ihr Boss in Geld. Na ja. Was haben wir hier noch? Oh. Bazookas. Ihnen ist völlig egal, wer verletzt wird. Solange ihr Boss bekommt, was er will. Meine Güte, sind das große Geschosse. Echt heftig. Was haben wir hier? Login-Daten, habe ich ja nicht. Ich habe kein Passwort. Oh, da hat jemand in ein Zoom-Objektiv investiert. Sie wollen mich finden. Deshalb will Pete, dass ich immer die Maske auflasse. Na ja, was haben wir da für einen Anzug an? Wir drehen es mal um. Lesen. Definitiv ein neuer Spider-Man. Der Boss sagt, wir sollen ihn finden und töten. Das nehme ich lieber mal an mich. Echt, ja? Spidey, wir klauen hier Fotos. Dürfen wir das? Feast Nord. Calebs Friseurladen. Das Umspannwerk. Ihre ganzen Ziele. Geld, Land, Macht. Dieser Kerl will einfach alles. So, mal gucken, was haben wir hier noch? Das haben wir uns alles schon angeschaut. Aber ich habe doch keine Zugangsdaten. Hilfst du mir bei einem Hybridangriff? Klar, aber versuch zuerst V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Wenn das hier dem gehört, den ich vermute... Was soll das? Wer bist du? Oh shit. Fisk? Ein verkleidetes Kind, das so tut, als wäre Spider-Man. Ich kann die Verbindung von hier aus trennen. Halt ihn einfach hin. Fisk, deine Pläne für Harlem sind Geschichte. Verschwinde aus meinem Viertel. Dein Viertel? Wie rührend. Aber wenn du mir in die Quere kommst,
leiden die darunter, die du schützen willst. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Aber wir müssen es rausfinden. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ich sollte zum Park zurück und Haley sagen, dass ich mich drum gekümmert habe. Ja. Okay, wie renne ich nochmal schnell? So schon mal nicht. Auf R2, okay. Gut, das wollte ich wissen. Wow, fast gegen den Transporter gesprungen. Miles, Haley hat geschrieben. Fisks Leute greifen im CJ Walker Park an. Die habe ich ausgeschaltet. Ein paar haben sich noch im Viertel rumgetrieben. Du musst dich beeilen, sie greifen die Leute auf der Party an. Sag Haley, ich bin unterwegs. Ja, ja, wir machen das. Irgendwie. Ja, okay. Tolle Aussicht. Auch geil mit den Spiegelungen. Aber ich wollte eigentlich da hoch. Oh, da oben fliegt ein Flugzeug. Warte mal, können wir das nicht so lösen? Und dann weiter, genau. Aber schon krass, ja, dass wir an dem Rechner da dran waren und gleich den Kingpin alias Fisk am Start haben. Als ob der auf uns gewartet hätte. Wow, Hals über Kopf. War das nicht so mit den krassen Moves hier? Genau. Dafür kriege ich doch immer noch irgendwelche Punkte. Wow, wenn ich irgendwelche Stunts mache. Wow, und gegen eine Häuserwand klatsche. Okay, das ist nicht so toll. Ja, und ein Punktsprung. Wie war das hier nochmal mit dem Wandlauf? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war auch ein schon Glas bei dir. Oh, jetzt bin ich doch glatt am Ziel vorbeigeschossen. Feierläufer 250 EP, ja, nice. So, dann ab da runter. Oh, nicht mehr gelandet. Hey, sorry. Ach du Scheiße. Wow. Nimm mal die ganzen bösen Jungs hier, was sollen das? Ich habe Netzschießer am Start. Keine Chance, Jungs. Oh, hab ich getroffen. Eine schöne Kombo. Ja, hab ich schon wieder getroffen, kann das sein? Du bist kleiner als der andere Typ. Ja, er hat andere Schuhe, eine größere Schuhgröße. Haltet euch vor meinem Viertelpferd! Der andere Spider-Man trägt Absätze, das wird sein. Ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich bin völlig raus, weil ich mir so aufs Gameplay konzentrieren muss. Vor allem, du bist kleiner als der andere. Wie gesagt, Peter trägt höhere Absätze, daran wird es liegen. Wow, daneben. Oh, verdammte Axt. Dafür kriegst du das hier ab. Du bist ja wer? Wer von euch, wer hat das gesagt? Ja, das geht manchmal immer anders aus, als man plant. Und dann haben wir noch mehr. Die haben auf jeden Fall keinen Führerschein. Oh nein, ich schon wieder so ein Dicker. Dickerchen. Ich mach dich fertig. Ist dem so, ja? Finisher bereit. Jawohl, komm, hauen wir mal einen raus hier. Zack. Wow. Finisher. Jawohl. Miles, jetzt an. Haley hat sich gemeldet. Denk ich, ganz schlechter Zeitpunkt. Sie verstecken sich in einem Laden. Ich hab mir Sorgen gemacht, als keiner da war. Sag Haley, dass sie da bleiben soll, bis ich mit denen fertig bin. Mach ich. Geiles Gefühl. Ui. Das zappelt irgendeiner am Laster. Was, wer bist du denn? Da bleibst du diesen hier. Finisher. Nein, ich mach mein 50er-Kombo. Oh nein. Ja, er macht euch fertig. Das ist ja ganz ein schlauer, der Junge. Was macht er da? Gymnastik. Rhythmische Gymnastik. Oh. Nicht schon wieder der mit der Bazooka. Oh, da ist er noch einer. Das sind zwei. Nein, einer mit der Knarre. Bin ich schon bereit oder nicht? Ja, dann kriegt der ja ab, ne? Achso, ja. Los aus meinem Block! Nice.
Leute, was soll denn das? Jetzt schmeißen wir hier mal mit Objekten. Und da drüben. Huha, was macht er denn da? Halt still, verdammt! Halam ist deutlich tougher als ihr! Ja. Oh, halt. Hoch rein, Spidey! Runter mit dem! So nicht. Kann ich noch einen Finisher reißen? Du bist erledigt! Das haben schon viele gesagt. Und, ja, manche hatten auch recht, aber du auf jeden Fall nicht. Das sah schmerzhaft aus! Aber wenn das auf jeden Fall immer geil war, dann war das hier mit dem Rumkloppen. Aber ich muss das erstmal wieder rauskriegen, wie das alles mit dem Ausweichen geht. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Gar keine Leute mehr am Start, ne? Mir gefällt ja mein neues Spielzeug! Ach doch, er. Der letzte muss wieder die große Klappe haben, ne? Habt ihr es nicht gehört? Spider-Man wacht über Harlem! Naja, nicht immer. Echt geil. Alle eingesponnen. Ey, den Anzug haben wir gar nicht angehabt. Keine Ursache. Dutzende wären verletzt oder getötet worden, wenn Spider-Man nicht gewesen wäre. New Yorks zweiter Held, der diesen Namen trägt. Unser Zuhause. Zeugen berichteten, dass die Schützen auf Befehl von Wilson Fisk handeln. Glaub ich kaum. Ciao, Haley. Können wir den Schal jetzt anlegen? Hoffentlich bis bald. Okay. Ho, ho, ho. Spidey's in the house. Ja, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was für Charaktere hier alles am Start waren. Ich weiß noch, dass Spidey's Cousine für das andere Lager arbeitet. Ich glaube, wieso war das? Wir haben eine Spur abgeschlossen, Übersicht, Belohnung 10. Naja, was waren das nochmal? 10 Erkennungsmarken? Oder Aktivitätsmarken? Irgendwie so? Fisk ist König raus aus Halle. Trophäe, halt. Dank uns. Und jetzt sag nicht, nein, Miles. Dank dir. Okay, du hast recht. Es war Teamwork. Wie ist es so als Harlems freundliche Spinne aus der Nachbarschaft? Ich muss zugeben, ganz schön cool. Fast vergessen. Danica Hart hat von der ganzen Sache gehört. Sie will, dass ich in ihre Show komme. Ja, super. Bist du nervös? Nervös? Nein. Ich meine, oh Mist, was ziehe ich an? Ich würde sagen, bei einem Podcast ist das egal. Was, wenn sie hört, dass ich eine Jogginghose trage? Was, wenn sie eine Webcam benutzen will? Oh mein Gott, ich muss mich umziehen. Bis dann. Genki, Genki, bleib mal locker. Ja genau, Aktivitätsmarken waren das. So. Haben wir auch einen neuen Anzug eventuell freigeschaltet? Winteranzug, ich fasse es nicht. Okay, den haben wir. Ja, ist ja auf eine Art ganz nice, aber nein. Ich möchte den hier erstmal haben. Haben wir Punkte bekommen? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen noch ein paar bis zur nächsten Stufe. Was hätten wir hier alles noch am Start? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in den vorherigen Folgen relativ viele Nebenaufgaben noch gemacht hatte. Wir haben hier aber noch weitere Nebenaufgaben. Upper East Side, Underground Versteck. Okay. Ja gut, da gibt es auch wieder so gewisse Bonusziele, aber da muss ich mich erstmal mit den ganzen fertigen Fähigkeiten von Spidey wieder auseinandersetzen. Lief eben eigentlich ganz gut, aber hätte natürlich auch besser sein können. Wie dem auch sei, ich würde sagen, das reicht erstmal wieder für diese Folge. Wir haben mit einer Nebenaufgabe angefangen. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann wahrscheinlich noch um weitere Nebenaufgaben. Ihr habt ja gesehen, hier gibt es ja noch einige Sachen im Viertel zu erledigen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch zur nächsten Folge ein, denn dann ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft auch wieder am Start. Und ich natürlich auch. Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Du glaubst, du kannst Tinkerer und Roxxon besiegen? Kannst du nicht! Immer wenn ich denke, ich habe das Spider-Man-Ding im Griff, geht irgendwas schief. Miles, unsere Familie gibt nicht auf. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen.
Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. It's my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the time's gone. I'm scared of the dark, cause I'm bringing the light when the night's gone. I shine on. I see it coming, I don't need a sign. This the moment, I'ma make it mine. This is my time. My time, my time now. My time, my time.